Es geht heute, wie gesagt, um das Buch Wie der Klang deines Herzens von C.S. Bieber. Es ist ein Cover, was mir sofort ins Auge gefallen ist, wo ich mich sofort rein verliebt habe. Denn dieser Sternenhimmel, diese Farben, das ist so ein blau verlaufendes Lila, blaue Schrift, dieses weiß hervorgehobene, sodass man die Schrift auch wirklich gut sehen kann, gefällt mir persönlich unglaublich gut. Ich muss euch aber auch sagen, dass ich mir zum Beispiel kein Paar oder keine Person auf diesem Cover hätte vorstellen können. So wie es ist, so schlicht, ohne irgendwas, finde ich es unglaublich gut, weil es lässt Raum für Fantasie. Und es nimmt noch nicht viel vorweg, weil meistens ist es so, wenn man eine Person auf dem Cover hat, hat man immer schon etwas im Kopf. Aber hier darf die Fantasie arbeiten. Hier kann man sich fallen lassen, hier muss man sich fallen lassen und man wird auch einfach mitgerissen. So, das Buch. Die Musik verbindet ihre Seelen. Das Schicksal trennt ihre Herzen. Die Balletttänzerin Lea hat das Gefühl, nirgendwo hineinzupassen, bis sie den Cellisten John kennenlernt. John, der ihren Traum an der Julia zu studieren teilt. Doch nicht nur seine Musik lässt ihr Herz höher schlagen, sondern auch seine eisblauen Augen lösen ein verbotenes Kribbeln in ihrem Bauch aus. Verboten, weil Lea einen Freund hat. Der Cellist John hat bisher nur für die Musik gelebt und sich zu verlieben gehört nicht in seine Pläne. Als Lia jedoch zum ersten Mal zu seiner Musik tanzt, ist es um ihn geschehen. John weiß, dass er Lia seine Gefühle nicht gestehen darf, doch als ihr Herz in tausend Stücke bricht und das Schicksal sie auseinanderreißt, fasst er den Mut, um sie zu kämpfen. Aber hat ihre zarte Liebe überhaupt eine Chance? Lia, er versetzt mich. Schon wieder. Egal wie sehr ich es mir wünschte, mein Vater würde nicht kommen. Mit zittriger Hand schob ich den Bühnenvorhang zwischen die Finger und öffnete ihn in einen Spalt breit. Mein Puls schlug wie wild, meine Nase strich an den Samtstoff, der nach Staub und Aufregung roch. Das Gemurmel in den Theaterrängen drang mir laut in die Ohren. Und ich schaute zu der ersten Reihe. Dort entdeckte ich meine zwei Geschwister. Mein Mundwinkel zuckte. Sie schienen sich zu streiten. Mom warf ihr einen eiskalten Blick zu, der sie zum Verstummen brachte. Deine Familie ist da, meldete sich eine weibliche Stimme hinter mir. Ich atmete den blumigen Geruch von Dennas Parfüm ein und zog den Vorhang zu. Fast alle, erwiderte ich und drehte mich zu ihr um. Verdammt, sieht sie perfekt aus. Denna trug genau wie ich ein blassrosa Balletttrikot, einen bauschigen Tüllrock, weiße Strumpfhose und Spitzenschuhe. Nicht nur einmal hatte ich gehört, dass Ballerina auf der Bühne alle gleich aussahen. Sie steckten in denselben Kostüm, bevorzugten die gleiche strenge Frisur und ähnliches Make-up. Aber wenn Denna neben mir stand, traf diese Aussage keineswegs zu. Sie war einen Kopf größer als ich und wog so viel wie einer meiner Oberschenkel. Außerdem strahlte sie dieses Etwas aus, das viele männliche Tänzer aus unserer Kompanie in den Wahnsinn trieb. Blinzelnd hob sie die Augenbrauen, ihre künstlichen Wimpern berührten ihre Wangen. Mein Vater, er kommt nicht, beantwortete ich die stumme Frage. Diese Worte brannten in meiner Kehle. Er kommt nicht. Das hatte Mom mir vor ein paar Minuten mitgeteilt, als sie hinter die Bühne geeilt war, um mir einen kühlen Kuss auf die Wange zu pressen. Er kommt nicht. Das hatte sie auch gesagt, als er an meinem 7. Geburtstag wegen einer Chirurgenkonferenz in Singapur geblieben war. Er kommt nicht. Diese Worte hatte sie gestern wiederholt, als er an meinem 17. Geburtstag nicht nach Hause gekommen war. Denner legte den Kopf schräg, wobei sich ihr feenhaftes Gesicht in eine Leidensmiene verwandelte. Geht es dir gut? Fragte sie und berührte sacht meine Schulter. Meine Kehle schnürte sich noch enger zu, doch ich zwang mich zu einem Lächeln und nickte. Heute war der Tag meiner Premiere.
Selbst wenn dieser Tag nicht auf der Prioritätenliste meines Vaters stand, war er für mich das Wichtigste meines Lebens. Ich will nur schnell auf die Bühne. Der letzte Funken Hoffnung auf Dads Anwesenheit erdrückte mich. Aber sobald ich die Bühne betrat, gehörte dieses Gefühl der Vergangenheit an. Dort schrumpften meine Probleme zu einem längst vergessenen Märchen und die Geschichte, die ich mit meinem Körper erzählte, wuchs zu meiner eigenen Realität. Ich auch. Dana klatschte in die Hände und biss sich auf die Unterlippe. Meine Familie ist vollzählig, obwohl ich noch keine Solistin bin wie du. Ein abschätziger Unterton schwang in ihrer Stimme mit. Sogar mein Bruder ist da. Adam, er war gekommen. Dana schob den Vorhang leicht zur Seite und zeigte auf einen jungen Mann, der neben ihren Eltern saß. Mein Herzschlag legte einen Zahn zu. Sein zerzaustes Haar fiel ihm in die Stirn und während er sich mit seinen Eltern unterhielt, verzogen sich seine Lippen zu einem atemberaubenden Lächeln. Er trug zwar keinen Anzug, doch seine Vans und das Band-T-Shirt unter dem Jackett verliehen seinem Look einen lässigen Touch. Mein Mund wurde staubtrocken und ich schluckte schwer, unfähig, den Blick von ihm abzuwenden. »Du findest ihn sexy, nicht wahr?« Dennas Stimme klang wie eine leise Warnung. Schulterzuckend senkte ich den Kopf. »Hab schon bessere gesehen.« »Klar«, sagte sie gedehnt und ließ den Vorhang wieder los. »Wir sollten zur anderen Seite der Bühne gehen.« Sie tänzelte anmutig ein paar Schritte und warf mir einen Blick über die Schulter zu. »Ich komme gleich nach.« Mit einem vielsagenden Lächeln drehte sie sich um und schwebte davon. Ich verdrehte die Augen. Von mir aus konnte sie denken, dass ich nur hier war, um ihren Bruder anzuschmachten. Aus einem anderen Grund schaute ich hinaus. Ich lugte erneut durch den Vorhang und bohrte die Zähne in die Unterlippe. Der Platz neben meiner Mutter blieb leer. Er kommt nicht. Ich blinzelte die aufsteigenden Tränen weg und schaute zu den Plätzen links von der Bühne. Aufmerksame Augen begegneten meinen und mein Herz setzte einen Schlag aus. Adam sah mich an und unsere Blicke krallten sich ineinander fest. Hitze stieg mir in die Wangen. Es fühlte sich verboten an, als hätte ich kein Recht darauf, ihn anzusehen. Seine sinnlichen Lippen verzogen sich zu einem anzüglichen Grinsen. Ein Lächeln, das die Wärme in meinen Wangen tiefer jagte und mein Blut in Feuer verwandelte. Ein Feuer, das mich zu verschlingen drohte. »Lia«, rief Dana. Ich warf einen kurzen Blick über die Schulter zu und sah ihn wieder an. Er war Danas Bruder. Und zudem der Stress, den ich jetzt nicht brauchte. Lächelnd beugte er sich vor und stützte seine Unterarme auf den Knien ab. Es fühlte sich wahnsinnig gut an. So gut, dass ich nicht daran denken wollte, was geschehen würde, wenn Dana erfuhr, was schon alle wussten. Nämlich, dass ihr Bruder und ich seit einem Monat ein Paar waren. Dunkelheit lag in jedem Winkel meines Zuhauses, als ich aus der Ballett Company heimkehrte. Ich bemühte mich nicht, das Licht anzuschalten oder mich zu erkundigen, ob jemand da war. Dafür war ich zu erschöpft, denn nach der gestrigen Premiere ging es heute mit einem erbarmungslosen Trainingstag weiter. Außerdem hatten mich heute Morgen die erbitterten Anschuldigungen meiner Mutter aus dem Schlaf geholt. Sie hatte sich mit Dad gestritten und ihm vorgeworfen, unsere Familie vergessen zu haben, weil er gestern nicht zu meiner Aufführung gekommen war. Nach einer Auseinandersetzung lief es immer gleich ab. Dad stieg in sein Auto, fuhr mit quietschenden Reifen davon und Mom flüchtete zu Grandma. Nach dem Streit war eine Nachricht in meinem Handy eingetroffen, in der Mom mich darum gebeten hatte, auf meine kleine Schwester aufzupassen. Ich hatte freudlos gelacht. Chiara war 16. Ich nur ein Jahr älter als sie. Mein Bruder Derek war zwar 18, verhielt sich aber wie ein 8-Jähriger. Wie sollten wir das bewerkstelligen? Jede Zelle meines Körpers schmerzte. Ich stieg die Treppe hinauf und stellte mir vor, wie es sich anfühlte, in mein Bett zu fallen. Doch der Duft von Pizza schlich in meine Nase und erinnerte meinen knurrenden Magen daran, dass ich heute kaum etwas zu mir genommen hatte.
Das Licht aus dem Zimmer meines Bruders brach die Dunkelheit im Obergeschoss und ich überlegte mir, sein Abendessen zu schnorren, als der sanfte Klang eines Instruments meine Aufmerksamkeit auf die Bibliothek lenkte. Die Tür des Raums am Ende des Flurs stand ebenfalls ein Spalt breit offen. Ich ließ meine Sporttasche auf den Boden fallen, um den verführerischen Tönen zu folgen. Mit den Fingerspitzen schob ich die Tür weiter auf. Der wohlvertraute Geruch von Papier, Holz und Leder schlug mir entgegen. Und mein Blick streifte kurz durch den Raum, bis ich jemanden entdeckte. Ein junger Mann, vermutlich in meinem Alter, saß auf einem Stuhl. Das Cello meines Großvaters zwischen den Beinen und mit geschlossenen Lidern erweckte er das Instrument zum Leben. Er nahm meine Anwesenheit überhaupt nicht wahr. Konzentriert lauschte er dem Klang seiner Musik. Er hielt den Kopf schräg, wobei ihm seine dunkelbraunen Haare die Augen verdeckten. Mit seinen langen, schmalen Fingern presste er die Saiten und mit dem Bogen brachte er das Cello zum Singen. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, zerrissene Jeans und Sneakers, hatte die Größe eines Quarterbacks, allerdings war er drahtig gebaut. Sein blasser Teint verriet mir, dass er entweder nicht aus South Carolina stammte oder genau wie ich sonnengeschützte Räume bevorzugte. Ich überlegte ihn zu fragen, was er in meinem Haus tat und wer er überhaupt war. Doch die Begeisterung, mit der er spielte, die harmonischen Töne, die er dem Cello entlockte, sandten einen vitalisierenden Schauer über meinen müden Körper, der danach gierte, sich im Takt zu wiegen. Ich schloss die Lider, stellte mich auf die Zehenspitzen und ließ mich von seiner Musik führen. Der Cellist schröpfte Leben aus dem Instrument, ließ mein Blut vibrieren und ich gab mich ihm völlig hin. Versank in den Akkorden. Ich wirbelte herum, streckte meine Fußspitzen zur Zimmerdecke und atmete die Perfektion ein, die den Raum erfüllte. Doch dann schwieg das Cello. Ich senkte mich auf die Fersen, schlug die Lider auf und drehte mich zum Cellisten um. Mein Herz schlug aus dem Takt, während ich in seine eisblauen Augen schaute. Sein Mund stand offen. Er rieb sich grob die Handfläche an seiner Jeans und hob den Bogen vom Boden auf. »Hi«, sagte er. »Ich denke, dass ich mich entschuldigen sollte.« Seine Stimme war von einer Sanftheit, die Wärme in meine Brust jagte. Er stand auf, platzierte das Cello samt Bogen auf dem Ständer und schob beide Hände in die Hosentaschen. Ich schüttelte lächelnd den Kopf. »Warum? Ich sollte mich entschuldigen, dass ich dich unterbrochen habe. Aber zuerst würde ich gern wissen, wer du bist.« Er kaute auf der Innenseite seiner Wange und schaute kurz über meine Schulter zur Tür. Dann trat er einen Schritt auf mich zu und streckte mir die Hand entgegen. »Ich bin Jam. Derek hat mich zum Zocken eingeladen, ist aber seit einer Stunde verschwunden. Ich wollte gerade euer Haus verlassen, aber das Cello...« Er zuckte mit den Schultern. »Ich hätte fragen sollen, ob ich spielen darf. Sorry.« Ich griff nach seiner Hand und schüttelte sie kurz. »Lia, Dereks Schwester.« Sein Blick fiel auf unsere Finger, wanderte meinen Arm hinauf und er schaute mir eindringlich in die Augen. Mein Gesicht brannte, als hätte ich es in einen Ofen gesteckt. Ich zog die Hand zurück und räusperte mich. »Schon okay, das ist nur unsere Bibliothek. Gäste dürfen diese betreten«, bemühte ich mich um einen spielerischen Ton, um die Anspannung zu lockern. »Ich bin aber nicht nur hier reingekommen, sondern habe an einem Instrument gespielt, ohne zu fragen, ob ich es darf.« Ich schüttelte den Kopf. »Das Cello hat meinem Grandpa gehört. Seit er gestorben ist, liegt es nur rum«, erwiderte ich. Sein Mundwinkel hob sich leicht und Stille breitete sich zwischen uns aus. »Du hast wunderschön gespielt«, fuhr ich nach einer kurzen Pause fort. Sein Lächeln wurde breiter und er murmelte ein kaum hörbares Dankeschön. Wir schwiegen wieder und die darauffolgenden Sekunden fühlten sich wie eine Ewigkeit an. »Du bist also Tänzerin«, brach er die Stille. »Seit ich denken kann«, ich begann meine langen Haare zu einem Zopf zu flechten. »Du warst beeindruckend«, ich grinste. »Nicht der Rede wert. Eigentlich muss ich noch viel besser werden, wenn ich an der Gilliard angenommen werden möchte.« Er blinzelte und seine Augenbrauen verschwanden unter seinen wirren Locken. »Du gehst an die Gilliard?«
Meine Wangen brannten erneut. Naja, ich werde mich nächstes Jahr bewerben. Ich will warten, bis ich 18 bin und meinen Highschool-Abschluss in der Tasche habe. Eigentlich war das die Bedingung meiner Eltern, damit sie meinen Traum finanzierten. Wenn ich schon nichts Vernünftiges studieren wollte, würde ich wie eine normale Schülerin die Highschool beenden müssen. Das ist ja ein Ding, murmelte er. Ich weiß, sagte ich und starrte meine bunten Socken an. So viele Tänzer bewerben sich und ich habe kaum eine Chance, aber nein, nein, schnitt er mir das Wort ab. So meine ich das nicht. Wie du jetzt getanzt hast. Naja, ich würde dich nehmen. Leise lachend presste er die Lippen aufeinander und fuhr sich durch die Haare. Ich meine, dass du aufgenommen wirst, mit Sicherheit, korrigierte er sich. Das ist sehr nett von dir. Er atmete tief durch und senkrechte Falten krummen sich zwischen seine Brauen. Ich werde mich ebenfalls nächstes Jahr bewerben, gestand er schließlich. Ich will Cello studieren. Oh, das ist ein Ding, sagte diesmal ich. Er lächelte und seine Miene erhellte sich. Sag ich ja. Ich kaute auf meiner Unterlippe herum und war kurz davor, ihn darum zu bitten, noch einmal zu spielen, als er dem Cello einen verstohlenen Blick zuwarf und tief durchatmete. Ich wollte auf deinen Bruder warten, um mich von ihm zu verabschieden, aber er kommt nicht zurück. Ich stehe morgen früh auf. Ich rollte mit den Augen. War seine Freundin hier? John nickte. Sie hat ihn angerufen und gesagt, dass sie vor der Tür sei. Ich seufzte. Er ist mit ihrem Poolhaus. Ich wette, dass er vergessen hat, dass du da bist. Oh, na dann verschwinde ich. Er schenkte mir zum wiederholten Male dieses warme Lächeln, bevor er mir vorbeiging. Etwas rumorte in meiner Brust, etwas, das mich davor warnte, ihn gehen zu lassen. Ich drehte mich zu ihm um. Warum musst du morgen früh aufstehen? Wir haben Sommerferien. John wandte sich mir zu und zuckte mit den Schultern. Es gibt keine Ferien, wenn ich an die Gilead will. Ich trat einen Schritt vorwärts. Eigentlich wusste ich nicht, warum ich das fragen wollte. Doch die Töne von Johns Musik hallten noch immer bis in mein Blut wieder. Ich stellte fest, dass ich mehr davon brauchte. Hättest du Lust, morgen hier zu üben? Fragte ich und biss mir auf die Unterlippe. Er legte die Stirn in Falten. Hier? Ja, flüsterte ich. Stradi scheint dich zu mögen. Stradi? Ich deutete mit den Daumen auf das Stradivari Davidov meines Großvaters hinter mir. Er lachte hell und ehrlich. Hat jemand gesagt, dass es merkwürdig ist, Sachen Namen zu geben? Fragte er. Ich grinste breit. Außerdem muss ich auch üben und ich würde mich freuen, einen Musikbegleiter zu haben. Einen Herzschlag lang musterte er mich, als hätte ich das Absurdeste auf der Welt ausgesprochen. Dann nickte er ernst. Okay, ich lasse Stradi doch nicht im Stich. Abermals kaute ich auf der Unterlippe herum, um mir ein breites Lachen zu verkneifen. Obwohl ich John überhaupt nicht kannte, fühlte sich das Ganze merkwürdigerweise richtig an. Doch je länger er mich mit seinen eisblauen Augen musterte, desto mehr beunruhigte mich das Rumoren in meiner Brust. »Ach, da seid ihr«, sagte mein Bruder, der den Kopf in den Raum steckte. Automatisch wich ich einen Schritt zurück, verschränkte die Hände ineinander und senkte den Blick auf meine bunten Socken. Stand ich zu dicht an John? »Leah, Adam ist am Telefon«, sprach Derek abgehackt. Ich hielt die Luft an. Schuldgefühle breiteten sich in mir aus. Was würde Adam davon halten, wenn er mitbekäme, dass ich mit einem Cellisten üben wollte? Er würde ganz sicher ausrasten. Allerdings müsste er es nicht sofort erfahren. Wenn ich es ihm schonend beibringe, dass ich dadurch eine bessere Chance hätte, an der Gilead aufgenommen zu werden, würde er keinen Streit anfangen. Vielleicht. Ich eilte zur Tür und blieb im Türrahmen stehen. Morgen um 6? Nach meinem Nachmittagstraining? Fragte ich über die Schulter. Johns Mund stand leicht offen und er schien abzuwägen, ob das eine gute Idee war. Das wusste ich selbst auch nicht. Dann zuckten seine Mundwinkel und er erwiderte, verlass dich drauf. Lea. Seufzend betrachtete ich mein Handgelenk. Die Stelle, die ich vor ein paar Minuten gegen die Ballettstange geschleudert hatte, schwoll bereits an.
Ein pochender Schmerz durchfuhr mich, als ich mit den Fingerspitzen über meine gerötete Haut strich. Na toll, es wird bestimmt blaue Flecken geben. Dabei war der Morgen in der Ballettakademie so erfolgreich gewesen. Ich hatte die neue Choreografie zum ersten Mal fehlerfrei präsentiert. Geoffrey, mein Tanzpartner, hatte sich heute nicht einmal darüber beschwert, dass ich schwerer als die anderen Tänzerinnen war, und nach Mr. Easons Mund hatte ich sogar ein ausgezeichnet gehört, was sonst so gut wie nie vorkam. Aber als alle Tänzer den Raum Richtung Kantine verlassen hatten, musste ich mein Glück auf die Probe stellen und Fouette-Drehung üben, ohne die Ballettstange aus der Mitte des Saals zu entfernen, während ich mit gesenktem Kopf meine Sporttasche schulterte und aus dem Tanzsaal schlurfte, war ich froh, dass außer mir kein anderer geblieben war, um in der Mittagspause zu üben. Geoffrey würde auf der Stelle Mr. Easton anflehen, ihm eine andere Tanzpartnerin zuzuteilen. Ich musste besser werden. Viel besser. Wenn ich mich zum jetzigen Zeitpunkt an der Juilliard bewerben würde, hätte ich keine Chance, aufgenommen zu werden. Meine Eltern, die jetzt schon nicht daran glaubten, dass ich eine erfolgreiche Tänzerin sein könnte, würden meinen Traum nach einer Absage nicht mehr finanzieren wollen. Nein, er holt mich heute nicht ab. Dennas hohe Stimme drang in meine Ohren und ich riss den Kopf hoch. Zusammen mit ihr verließen zwei andere Mädchen die Kantine, die mit den Rücken zu mir gedreht im Plauderton miteinander redeten. Der ist so heiß. Ich habe keine Ahnung, was er in ihr gesehen hat. Sie ist so komisch, giftete Janice, die rothaarige Tänzerin aus unserer Klasse. Dana nickte eifrig und hielt an, um in ihrer Sporttasche nach etwas zu kramen. Ich hastete auf sie zu, blieb jedoch abrupt stehen, als sie weitersprach. Naja, ich dachte, dass mein Bruder sich nie binden würde, weil er jede Woche mit einer anderen in seinem Zimmer rumgemacht hatte. Dann komme ich aus Moskau für die Aufführung zurück und mein Bruder erzählt mir nach meinem Auftritt, dass sie seit einem Monat zusammen sind. Dabei passt sie überhaupt nicht in sein Beuteschema. Sie zuckte mit den Schultern. Vielleicht wollte er etwas Neues ausprobieren. Mit etwas Neues meinst du etwas Speckiges, zischte Janice. Ihr Gelächter versetzte mir einen Stich ins Herz. Ich presste die Lippen zusammen und schluckte den Kloß, der in meiner Kehle stecken geblieben war, hinunter. Dana holte ihr Handy aus der Tasche und als sie herumwirbelte, trafen sich unsere Blicke. Langsam bewegte ich mich weiter vorwärts und lächelte matt. Sie sah mich mit zusammengekniffenen Augen an und fragte sich wahrscheinlich, wie viel ich von dem Gespräch mitbekommen habe. »Hi, Lia«, begrüßte mich Dana und schulterte ihre Tasche. Janice und ein dunkelhaariges Mädchen, dessen Namen ich nicht kannte, drehten sich zu mir um. Beide zogen gleichzeitig die Nase kraus und verschränkten beinahe synchron die Arme vor der Brust. »Hi«, murmelte ich und hob unbeholfen die Hand. »Ich dachte, du wärst noch im Tanzsaal. Wir hätten auf dich gewartet, wenn wir gewusst hätten, dass du in die Kantine kommst«, sagte Dana zuckersüß. Mir wurde schlecht. Und es lag nicht daran, dass ich seit dem Frühstück nichts gegessen hatte. »Schon okay. Ich wollte mir nur einen Obstsalat holen«, sagte ich leise, sodass ich mich selbst kaum hörte. »Obstsalat ist eine hervorragende Wahl. Ist gesund und hat wenig Kalorien«, warf Janice ein und ein Kichern entwich den anderen Mädchen. Dana knuffte sie in die Seite. Meine Wangen brannten ebenso, meine Augen, und ich neigte den Kopf. »Okay«, murmelte ich und schleppte mich in die Kantine. »Vielleicht sollte ich sogar auf den Obstsalat verzichten.« Mein Nachmittag verlief nicht so glorreich wie der Vormittag. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich zu wenig gegessen hatte. Dementsprechend fehlte mir jegliche Energie. Außerdem versuchte ich, das Tuscheln und Kichern zu ignorieren, welche Dana und Janice mir immer wieder schenken. Es gelang mir nicht, ihr... Und dazu vergaß ich abermals alle Schritte der neuen Choreografie. Als ich nach der Dusche die Ballettschule verließ, fragte ich mich, warum ich mir das verdammt nochmal antat. Mein Körper schmerzte so sehr, dass ich mir einbildete, dass meine Haare wehtaten. Auf dem Parkplatz ließ ich meinen Blick suchend durch die Fläche streifen. Kein Zeichen des Autos meines Vaters. Tränen drohten mir in die Augen zu steigen und blinzelnd fischte ich das Handy aus meiner Gesäßtasche, um Dad anzurufen. Doch eine wohlvertraute Stimme liebkoste meine Ohren und ich hielt inne. Wenn ich wüsste, dass wunderschöne Mädchen diese Ballettschule besuchen, wäre ich früher vorbeigekommen.
Ein Lächeln legte sich auf meine Lippen und ich hob den Kopf, wobei mein Blick dem von Adam begegnete. Eifrig steckte ich mein Handy zurück in die Hosentasche, sprang meinem Freund entgegen und zog ihn fest an mich. Meine Sporttasche baumelte an meinem Rücken, als er mich hochhob und ich die Beine um seine Hüften schlang. Ich atmete tief ein und drückte mein Gesicht in seine Halsbeuge. Sein vertrauter Duft umhüllte mich, während sich meine Muskeln langsam entspannten. Er roch nach einer Mischung aus Minze, ganz schwach nach Zigarette und nach diesem typischen Adam-Geruch. »Ich habe dich vermisst«, flüsterte er an meine Schläfe. »Ich habe dich auch vermisst«, erwiderte ich und biss mir auf die Unterlippe. Langsam entspannten sich seine Arme, während er mich runtergleiten ließ. Adam hielt mich an der Taille fest, nahm mein Gesicht in die freie Hand und küsste mich. Ich vergrub die Finger in seinen weichen Haaren und vergaß alles, was an dem Tag geschehen war. Geoffreys Nörgelei, Mr. Easons unzufriedene Miene, Dennas und Janice Lester-Attacken, alles war mir in diesem Moment egal. Es zählte nur, dass Adam wieder da war. Himmel, wie sehr ich ihn brauche. Unsere Lippen lösten sich voneinander und er ließ seine Stirn auf meine sinken. Ich dachte, du kommst erst nächste Woche zurück, flüsterte ich. In seinen braunen Rehaugen blitzte etwas auf. Ich wollte dich überraschen. Ohne dich hat Miami sowieso keinen Spaß gemacht. Wenn es so wäre, hättest du mich gestern besuchen oder nach der Premiere mit mir reden können. Er runzelte die Stirn und lehnte sich leicht zurück, um mich besser zu betrachten. Ich musste erst mal mit Dana reden. Aber du kannst die Jungs fragen, sie können deinen Namen nicht mehr hören. Er zuckte die Achseln. Ich vermisse Lia. Ich will Lia bei mir haben. Warum muss Lia diese dumme, verdammte Ballettschule im Sommer besuchen? Das schlechte Gewissen ergriff von mir Besitz und ich presste meine Lippen fest aufeinander. Ein Teil von mir wollte alles tun, um Adam glücklich zu machen und ich wäre liebend gern mit ihm nach Miami geflogen, aber ein anderer Teil, der wohl stärker war, wollte unbedingt an die Juilliard gehen. Es tut mir leid, murmelte ich und wich einen Schritt zurück, aber du weißt, dass ich schon gut, Baby. Schnitt mir Adam das Wort ab. Er zog die Augenbrauen zusammen und verringerte den Abstand zwischen uns, bis sein Körper erneut an meinen gepresst war. Ich weiß, wie es ist. Meine Schwester macht das auch jedes Jahr. Ich schlucke das brennende Gefühl in meiner Brust herunter und küsste ihn.